Ein Mensch geht durchschnittlich 6-mal am Tag zur Toilette. Für 1,5 Milliarden Menschen ist es eine tägliche Herausforderung, da sie ihre Notdurft regelmäßig im Freien verrichten müssen. Allein in Afrika besitzt jeder Zweite keine ausreichende Sanitärversorgung. Die Situation in Sierra Leone, im Westen Afrikas, einem der ärmsten Länder der Welt, ist noch dramatischer. Hier haben 13% und in ländlichen Regionen nur 6% der Bevölkerung Zugang zu einer ausreichenden Sanitärversorgung. Wir arbeiten momentan in einer Gruppe von ca. 20 Leuten, davon die meisten Studenten, an einem Sanitärprojekt in Sierra Leone. Dabei geht es darum, möglichst die Sanitärsituation in der Region Makali in Sierra Leone zu verbessern. In Makali, wo wir unser Projekt umsetzen wollen, gibt es momentan 4 Latrinen, die aber durch den hohen Grundwasserstand, gerade auch in der Regenzeit, regelmäßig mit Grundwasser regelrecht volllaufen. Das führt auch in der ganzen Region unter anderem zu dem Problem, dass oft die Grubenlatrinen die Trinkwasserbrunnen kontaminieren. Wir planen jetzt zusammen mit einem lokalen Projektpartner, der Madam heißt, eine Trockentrenntoilette zu bauen. Bei dieser Toilette wird direkt bei der Benutzung der Kot von dem Urin getrennt und anschließend kann besonders der Urin als Dünger benutzt werden. Bei unserem Projekt versuchen wir stark mit unseren Projektpartnern vor Ort zusammenzuarbeiten und auch ein gemeinsames Konzept auszuarbeiten. Unser Projektpartner ist besonders in der lokalen Region um Makali bei der Bevölkerung sehr anerkannt. Wir wollen die Trenntoilette vor Ort mit den Menschen selbst bauen. Das heißt, dass wir nicht hinfliegen, um denen irgendwas Schönes dahinzustellen, sondern wir sind eigentlich nur da, um den Menschen zu erklären, wie sie das selbst bauen. Dementsprechend haben wir auch vor, die Toiletten mit lokalen Handwerkern und möglichst lokalem Material und in einer Art und Weise zu bauen, wie die Menschen vor Ort ihre eigenen Häuser auch bauen würden. The critical thing is that if you want to start a project in Sierra Leone, it is very, very important to consider the community people as a project participant and stakeholders. I think the notion of project beneficiary is sometimes wrongly perceived, and if you want to implement a project and you consider the community people just as beneficiaries, that will not yield positive results. Wir sind jetzt seit einigen Monaten aus der Erkundung wieder zurück, bereiten jetzt gerade die Implementierung vor. Dafür wollen wir jetzt erstens die Toilette weiter ausarbeiten, wie die Technik funktionieren soll, die Konstruktionspläne erstellen. Die Bildungsgruppe stellt ein Bildungskonzept vor. Wir bei Ingenieure ohne Grenzen freuen uns natürlich über aktive Mithilfe in unseren Projekten. Da unsere Projekte allerdings durch Spenden finanziert werden, freuen wir uns auch über Spenden, die direkt in unsere Projekte einfließen.